Herr Romberg, Herr Romberg, was ist passiert? Also wir haben ein Simulationstraining, eine Notfallsituation wird realitätsnah nachgestellt. Die Puppe kann auch sterben. Alle weg vom Patienten. Schock kann abgegeben werden. Achtung, Schock. Hi, ich bin Pauline, 20 Jahre alt, studiere Physician Assistant im dritten Semester an der Hochschule in Landshut. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben heute den Hands-on-Tag, einen Praxistag. Und da werden meine Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Den Hands-on-Tag haben wir einmal pro Semester. Das ist eine Mischung aus Praxis und Vorlesungen. Wir üben das Nähen von Wunden und das ist mir eben sehr wichtig, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, später auch in der Chirurgie zu arbeiten. Später müssen wir eine Notfallsituation im Krankenhaus durchspielen und das Schlimmste heute ist auf jeden Fall die Prüfung. Als Physician Assistant ist man so das wichtigste Bindeglied zwischen den Ärzten und der Pflege und man übt eben Tätigkeiten aus, um den Arzt zu entlasten. Wir üben das Nähen an synthetischen Trainingsmodellen. Da ist ein Schliff dabei. Dieser Schliff, der soll schaffen, dass durch die Haut dieser Stich leichter und schneller geht. Als Linkshänderin muss ich eben umdenken, alles andersrum machen. Ja, ist gar nicht so einfach. Anfangs war es schon noch sehr schwierig und ich habe auch nicht immer die richtige Hautschicht getroffen. Aber mit der Zeit hat es dann immer besser geklappt. Da habe ich es dann auch schon mal zu Hause ausprobiert mit einer Nadel und eben einer Bananenschale, da die eben auch der Hautbeschaffenheit ein bisschen ähnelt. Man will ja auch ein schönes Ergebnis, mit dem sich der Patient dann wohlfühlen kann. Warum ich nicht Medizin studiere, ist so die meistgestellte Frage, die man als Physician Assistant bekommt. Zum einen ist es in Deutschland einfach extrem schwierig, in ein Medizinstudium reinzukommen, weil die Plätze sehr gering sind. Ich habe so einen medizinischen Aufnahmetest aber gar nicht gemacht, weil ich einfach schon vorher den Studiengang Physician Assistant für mich entdeckt habe. Im Sommer vor meinem Studium habe ich noch Freiwilligenarbeit in Tansania gemacht, in Afrika. Und dort hatte ich dann auch die Chance, mal in ein staatliches Krankenhaus hineinzuschnuppern. Und das hat mich nochmal in meiner Entscheidung, jetzt Physician Assistant zu studieren, bestätigt. Heute eine Notfallsimulation. Und zwar ist der Fall folgender: Sie haben kurz vorher einen Patienten mit Angina pectoris Beschwerden in der Notaufnahme aufgenommen. Das ist ein 70-jähriger Herr Romberg. Und Sie haben ihn gerade an den Monitor angeschlossen, soweit, und möchten die Unterlagen fertig machen. Und der Monitor schlägt aber schon Alarm. Herr Ringner, wir sind soweit. Alles klar. Herr Romberg, Herr Romberg, Reanimationsalarm. Was ist passiert? Das ist Herr Romberg. Angina pectoris in die Notaufnahme eingeliefert worden. Die Puppe kann auch sterben. Die Defibrillation kann auch nicht erfolgreich sein. Okay, wir haben eine Reanimationssituation. Sabrina, du machst weiter mit der Herzdruckmassage. Johanna, du bereitest den Defibrillator vor und sagst Bescheid. Ich kümmere mich um die Beatmung. Auch wenn es nur eine Puppe ist, will man natürlich trotzdem keine Fehler machen. Man sollte gut als Team zusammenarbeiten. Die Kommunikation sollte gut funktionieren. Die Aufgaben sollten klar verteilt sein. Seid ihr bereit für einen Schock? Jawohl. Nach Schock Helferwechsel. Und die Pauline gibt sehr gute Anweisungen. Alles klar. Durchführen. Ich lade den Schock. Okay. Schock, genau. Alle weg vom Patienten. Schock kann abgegeben werden. Achtung, Schock.
Die Studienschwerpunkte orientieren sich stark an denen eines Medizinstudiums. Dazu zählen eben medizinische Grundlagen wie Anatomie, Physiologie, naturwissenschaftliche Grundlagen. Bis jetzt war auf jeden Fall Anatomie am schwierigsten. Nicht unbedingt jetzt vom Verständnis her, sondern vom Lernumfang. Es ist einfach extrem viel Stoff, den man in kurzer Zeit lernen muss. Und in diesem Semester ist es auf jeden Fall Pharmakologie. Das ist ein Modul, in dem wir alles über Medikamente lernen. Und es sind schon sehr viele Fachbegriffe und Medikamentennamen und dann noch die ganzen Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Und da komme ich schon noch etwas durcheinander. In unserem Studiengang ist nach jedem Semester ein dreiwöchiges Praktikum vorgesehen. Und da können wir dann das theoretische Wissen eben in Gesundheitseinrichtungen nochmal vertiefen. Also der Studiengang Physician Assistant ist noch nicht so sehr etabliert in Deutschland. Deshalb muss man sich schon noch sehr oft erklären. Die Visite geht jetzt gleich los und ich warte jetzt, bis die Ärzte kommen. Der Chefarzt ist sehr nett, aber zugleich auch ein bisschen streng. Also er stellt uns auch immer wieder mal Fragen. So, Pauline, wie ist denn Anatomie? Ihr Spezialgebiet? Naja. Kann man bei einer Humeralschaftfraktur ein Radialis verletzen? Ist der da irgendwo in der Nähe? Er verläuft, glaube ich, erst auf der Innenseite und dann wechselt er. Erst innen, stimmt schon. Und das ist eine der ganz wenigen Regionen, wo der Radialisnerv in einer eigenen Knochenrinne läuft. Guten Morgen. Guten Morgen. Ganz normal, ich bin der Chefarzt. Okay. Sind Sie Eishockeyspieler? Nein. Nein, also, aber guter Schlittschuhläufer. Ja. Machen wir heute Verbandswechsel? Okay, los, helfen Sie mit bitte, Pauline. Ja, wie schaut die Wunde aus? Eigentlich ziemlich gut. Ziemlich gut gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es trocken, reizlos, Sekretion. Kein blutiger Sekretionsaustritt. Genau, super, schaut gut aus. Wenn die zum Beispiel den Arm auf eine Schiene haben und die machen so, dann heißt es noch lange nicht, dass der Radialis intakt ist. Weil das sind die Lumbricalis-Muskeln, die werden nicht vom Radialis innerviert. Dann darf er, wann ist er operiert worden? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Heute nach Hause. Ich durfte heute viele Sachen machen, die ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Zum Beispiel den Strom bedienen, um Gefäße zu veröden. Und ich durfte auch mit der Bohrmaschine heute einmal die benutzen, um die Platte zu befestigen. Ja, die Pauline hat die Platte hier befestigt mit den Schrauben. Die hat sie gebohrt. In den Knochen rein? Ja. Okay, hat's geklappt? Ja. Ja. Ja, das macht sie toll. Hat überhaupt keine Angst, keine Berührungsängste. Finde ich ganz toll. Traut sich auch an den Patienten ran. Haben wir heute bei der Visite schon gesehen. Ich fand es sehr cool, dass es mir zugetraut hat. Und ich hatte eigentlich auch eine relativ ruhige Hand. Wir haben jetzt gleich eine Prüfung. Jetzt, wo ich weiß, dass es gleich losgeht und die Prüfung ist, bin ich schon aufgeregt. Aber ich will jetzt auch, dass es irgendwann losgeht, damit ich es hinter mir habe. Ich habe jetzt gleich meine Ostsee-Prüfung zum Thema Stationsvisite. Das heißt, in dem Raum wird ein Schauspielpatient sein, dessen Diagnose ich aber nicht kenne. Also ich weiß gar nichts über den Patienten. Ich weiß nicht, seit wann er im Krankenhaus ist, mit welchen Symptomen er kam, ob er operiert wurde. Ich kenne nicht seine aktuellen Beschwerden, auch nicht seine Vitalwerte.
Und ja, und ich führe jetzt dort dann die Visite durch. Ich würde schon sagen, dass ich sehr ehrgeizig bin. Und deswegen würde ich mich schon über eine gute Note freuen. Eine 1 vorm Komma ist immer sehr schön. Ich wette, Essen vergesse ich. Ja, was gibt es denn für Kost? Es gibt Schonkost? Schonkost ist nicht so. Ich auch nicht. Ich mache einfach. Dann sage ich immer kurz, bevor ich es mache. Und wenn ihr da reingeht, klopft? Klopft an diese Tür an. Ja. Okay. Privat. Stimmt. Schlau. Ja. Insgesamt habe ich 12 Minuten Zeit. 5 Minuten, um mir das Kardex, das Kurvenblatt anzuschauen und so die wichtigsten Erkenntnisse herauszuarbeiten und den Patienten eben dem Prüfer vorzustellen. Und 7 Minuten im Patientenzimmer dann für die eigentliche Visite. Wenn man jetzt was nicht lesen kann, wenn man jetzt was Bestimmtes nicht lesen kann aufgrund der Schrift, darf ich beim Arzt nachfragen. Anfangs war ich schon ziemlich überfordert, weil es waren extrem viele Informationen auf einmal. Die Handschrift war auch nicht so leicht zu entziffern und es hat mich schon ziemlich geärgert, dass es jetzt in der Prüfung passieren muss. Ich werde jetzt mal den Patienten vorstellen. Hier in dem Raum haben wir die Frau Schiller. Allerdings ist die Patientin noch ein bisschen schwach. Von der OP wahrscheinlich aufgrund der Narkose, aber das werde ich mir jetzt auch ein bisschen genauer auf jeden Fall noch anschauen. Okay. Hallo Frau Schiller, ich bin die Pauline Böhmig, ich bin Physician Assistant Studentin hier auf Station und werde heute zusammen mit dem Oberarzt Dr. Witzko die Visite durchführen. Wie geht's Ihnen denn heute? Es zwickt halt da die Narben. Wenn Sie jetzt den Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10 beschreiben müssen und 10 wäre ein ganz unerträglicher Schmerz, wo wären wir denn da ungefähr? Bei 3. War denn jemand von der Physiotherapie schon da? Nein, noch nicht. Okay, das ist eben wichtig, dass wir langsam dann mit der Mobilisation anfangen. Ich würde mir dann gerne noch die Wunde einmal anschauen. Okay, also die Narbe ist reizfrei, sie zeigt eine zufriedenstellende Heilung an. Keine große Rötung, keine große Schwellung, auch kein blutiges Sekret. Kurz, okay, dann müssen wir dann zum Ende kommen. Mhm. Ich war kurz schockiert, weil mir es gar nicht so lang vorkam, die Visite bis jetzt. Und dann war ich auch kurz überfordert, weil ich dann schnell eben Entscheidungen treffen musste, wie beende ich das jetzt noch möglichst professionell. Das war für mich klar und deutlich. Es war sehr umfassend. So von der Art und Weise, wie sie es machte, war das sehr gut. Gibt es jetzt schon eine Note, oder? Ich denke, das ist fast volle Punktzahl. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also es war schon eine sehr aufregende Situation, weil es schon sehr realitätsnah war und auch die Patientin, wie die da im Bett lag. Und ich bin jetzt froh, dass es rum ist und ein bisschen der Druck von einem weg ist, ja. Wenn ihr wissen wollt, was man nach dem Studium zum Physician Assistant beruflich so machen kann, dann schaut doch mal hier in der ARD-Mediathek nach. Und hier oben findet ihr noch weitere Videos zum Thema Medizin.